Wunderbar. Alter Tobi! Auch ein Running Gag dieses Let's Plays wahrscheinlich. Rissiger Elbenstein des Feuerschutzes. Königskraut. Und keine epische Katze, in die wir sowieso nicht gucken würden. So, keiner ist aufgestiegen. Erstmal möchte ich die statistischen Werte checken. Also, wer ist gegen Idrial? Du bist gegen Feuer schwach. Dann tun wir doch mal was gegen. So. Jetzt dürfte Idrial normal sein gegen Feuer. Genau, sie ist jetzt auf den Wert normal. Und Headhood scheint eine Schwäche gegen Wasser zu haben. Sag mal, was mache ich denn da? Ist das richtig? Habe ich das richtig gesehen? Ja, gegen Wasser schwach. Okay, dann tun wir auch da was gegen seine Wasserschwäche, auch wenn wir ihn sowieso nicht einsetzen werden. Aber ich hasse es, Gegenstände unbenutzt liegen zu lassen, meistens. Ich habe übrigens wieder die Fähigkeiten von ihm vergessen. Verdammt nochmal. Och, ein kleiner Wag, wie süß. Aufs Maul! Du machst jetzt einfach mal Macht der Gefährten. Ich merke gerade, es wird heller. Ich glaube, die Sonne kommt gleich raus. Ich habe nämlich gerade noch mal ein Rollo unten. Aber wenn die Sonne jetzt rauskommt, muss ich leider das Rollo runter machen, weil sonst sehe ich nämlich nichts. Und das wäre ja nicht so gut, ne? Gerade wenn wir hier in einer solchen dunklen Gegend sind. Kampfesmut! Weitläufe, Künste, Pfeil der Macht auf den Wag. Ist auch der einzige Gegner. Und tschüss. Und tschüss, Mann. Sehr schön. Und noch mehr Lambersblätter. Rune 2 von 7 gefunden. Okay. Und nichts anderes. So, jetzt aber Fähigkeiten, Beretor. Schwertkunst. Genau das habe ich mir nämlich gedacht. Exilion Zorn. Es ist nämlich ein Angriff, der 3 Attacken zulässt. Und das ist richtig geil. Gruppenwiderstand ist klar. Tiefe Wunde, Läuterung, das ist alles in Ordnung. Königskraut ist ja auch gut dabei. Auch sehr schön. Verfluchter Pfeil. Was können wir denn als nächstes? Blitzpfeil. Gegnerblende des Präzision verringert, okay. Wenn der Angriff des Gegners vorübergehend unterbindet. Mhm. Also das ist genau dasselbe wie der Lähmungsangriff, nur eben halt für Distanzkämpfer. Also sprich für die Bogenschützen oder später auch Armbrustschützen. Es kommen ja auch noch Armbrustschützen dazu. So. Aber jetzt werde ich das erstmal machen, dass Beretor erstmal ein paar Aktionspunkte bekommt. Zumindest so viel, dass er die Führerschaft Gunst der Gefährten nutzen kann. Weil dann werden nämlich die Aktionspunkte aller wiederhergestellt. Wahrscheinlich hätte ich es mir jetzt sparen können, weil gleich direkt in der Nähe ein Speicherpunkt ist. Ich weiß es nicht. Alter Tobi, sehr schön. Lambersblätter. Und wieder keine Katze. So. Mann. Da ist noch eine Truhe, wo eine Rune drin ist, wenn ich das richtig sehe. Und natürlich wieder ein Kampf. Natürlich. Ich habe nichts anderes erwartet. Auf den Schwertkämpfer, Idrial. Beretor, du weißt, was du zu tun hast. Gunst der Gefährten. Für die Gruppierung. Wie gesagt, der Sprungangriff ist immer kritisch. Immer. Und du schwächst schon mal den Wark. Double Critical. Auch geil. So, Kampfesmut. Ey! Das war aber nicht nett, Freundchen. Du schwächst trotzdem weiter den Wark. Ui. Hau mal den Kleinen da oben. Sehr schön.
Jetzt werden manche in die Kommentare schreiben, immer auf die Kleinen. Ja, es ist ja nun mal so. In diesem Spiel ist es nun mal so. Also ihr seht, Galadriels Grabe ist ein bisschen teurer, aber heilt auch mehr. Hätte ich das mal genommen, wäre er jetzt auch wieder voll geheilt gewesen. Oha, wir kriegen ein Doppel-Critical ab. Pfeil der Macht! Beende den Kampf! Sehr schön. Wunderbar. Bisher läuft es gut. Und Aufstieg, sehr schön. Und noch ein Aufstieg, jawohl. Und fast noch ein Aufstieg. Sehr schön. Und Birithor, Helm der Wache der Feste, okay. Keine Rune. Ich dachte, das wäre die Rune, aber dann ist die in der Etage höher. Oh, der Rüstungswert ist schon mal enorm. Außerdem steigen die Lebenspunkte sowie die Stärke. Cool. So, und bevor wir jetzt weiter voranschreiten werden, werden wir erstmal... Ach du Schande. Erstmal werde ich sein Geschick erhöhen. So, und dann werde ich von Idrial den Geist weiter erhöhen. Und danach ist erstmal die Konstitution dran, weil die Konstitution und die Stärke sind beide noch in den 20ern, was nicht gut ist. So. Hier war ich, glaube ich, schon. Genau, die Truhe ist offen, da waren wir schon. Ist übrigens auch interessant. Bei Kingdom Hearts zum Beispiel war es ja so, dass die Truhen verschwunden sind, da ist der Speicherpunkt. Und hier ist es so, dass die Truhen, wenn sie geöffnet wurden, tatsächlich stehen bleiben. Das heißt, wir speichern auch erstmal. Wir dürften jetzt nicht in Zwergenbinge sein, sondern in der Zwergenstadt, theoretisch, wenn ich mich nicht irre. Totenstadt, ja. Totenstadt, Zwergenstadt. Also eigentlich war es mal eine Zwergenstadt, aber ist jetzt eine Totenstadt, so. Rune 3 von 7 und die erhalten wir kampflos und eine epische Szene, die wir nicht sehen wollen. Gut. Dann gehen wir jetzt weiter. Moment. Ah ne, auf der Seite ist nichts. Gut, wir haben ja immer noch eine Quest laufen für Birithor. Danach ist ja wieder Idrial dran. Epische Szene, die ich aber ausblenden werde, weil hier kommt nämlich wieder so der Gedanke, ja, hier ist ein weiteres Lager der Gefährten. An der Stelle sind wir nämlich jetzt mit den drei Abzweigungen. Und genau hier saß nämlich Gandalf der Graue und hat hier geguckt, welcher Eingang denn nun der richtige ist. Aber ich kann euch so viel sagen, wir müssen sowieso alle drei nehmen. Das hat nämlich einen besonderen Grund. Weil sonst kommen wir nämlich auch nicht weiter. Das ist einer der Gründe. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund. Ich nehme jetzt einfach mal den Durchgang. Ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige ist für den Anfang. Es sieht aber relativ richtig aus. Relativ richtig. Okay, das hat dann so ein bisschen was von dem Spruch einer Zuschauerin von mir. Und Rune 4 von 7. Und noch eine Cutscene, die wir gleich mal wegdrücken werden. Und ein Speicherpunkt. Sehr gut, wir sind richtig. Wir sind richtig. Das ist schon mal gut, dass wir richtig sind. Moria Balrog Grube. Überblick. Und wir haben hier ein Palantir und eine geschlossene Truhe, die wir uns gleich mal anschauen werden. Zwei Bogenschützen. Okay. Auch wenn es eigentlich ziemlich sinnlos ist, Pfeil der Macht wirklich trotzdem auf die. Eben weil es so günstig ist. Zorn des Lautwassers. Und Birithor werde ich jetzt tatsächlich erstmal mehr in den Schwertkampf konzentrieren. Ah ja, die dürfen ja zweimal hintereinander. Also ihr seht ja anhand der Reihenfolge, die da rechts eingeblendet ist. Ich weiß, es fällt mir früher ein, es euch zu sagen. Aber daran kann man sehen, wer als nächstes dran ist und wer nicht. Und das wird dann eben halt an, am Tempo gemessen, wer wie schnell wieder drankommt. Das kann man übrigens auch erhöhen an bestimmten Fähigkeiten. Idrial zum Beispiel hat nämlich eine solche Fähigkeit. Die werde ich euch auch gleich zeigen, wenn sie dran ist und der Kampf bis dato nicht vorbei ist. Oder eben halt im nächsten Kampf, dann zeige ich euch das mal, was das für eine Fähigkeit ist. So, die hängen beide so ein bisschen durch. So, der ist schon mal weg vom Fenster. Ja, komm schon! So, dann zeige ich euch mal kurz die Fähigkeit, die ich meine. Hier ist sie nämlich Elbenhass. Erhöht die Angriffsrate eines Verbündeten. Das heißt, der kommt dann öfters dran.
auch eine sehr nette Fähigkeit, muss ich dazu sagen. Ihr seht, dadurch erhöht sich auch das Tempo von ihm. Ihr seht, er bewegt sich auch schneller. Das heißt, er kommt auch öfters dran. Und wenn man das bei allen dreien macht, sind sie nämlich schneller als normal. Und Illego steigt auch noch auf. Wunderbar. Und wir kriegen keinen Schatz. Frechheit. Na. Fiole des Feuers. Gorgoroth-Asche. Gut, jetzt heißt es erstmal wieder speichern. Ne? Ihr kennt das ja von mir. So. Ich habe übrigens vorhin, bevor ich mit der Aufnahme begonnen habe, habe ich tatsächlich noch zwei Kommentare beantwortet. Und zwar von der Princess Bandicoot sowie dem Rimnir Torgelsson. Er zu Thief City Rum, sie zum Ende von Ratchet & Clank. Zum 41. Part war das, glaube ich. Ich habe mich über beide Kommentare sehr gefreut, vor allem, weil momentan so eine kleine Kommentarflaute herrscht. Irgendwie. Aber ist auch mal was anderes. Man, es kann ja nicht immer top laufen, was Kommentare angeht, klar. Auch was Likes angeht oder so. Natürlich freue ich mich immer, wenn ich über Feedback von euch in Form von Likes oder Kommentare, ganz klar. Ach, die Stelle, alles klar. Ich weiß, was gleich los ist. Geschick und Tempo. Wie sieht das mit der Ausrüstung aus? Keiner hat eine neue Ausrüstung. Wie sieht es mit den Fähigkeiten aus? Exelion Zorn, Gruppenwiderstand, tiefe Wunde, Läuterung. Das sieht alles gut aus. Oh, er lernt gleich Königskraut. Das heißt, er verfällt dann leider... er verfällt dann in die Schlaffalle. Verdammt. Das lässt sich leider nicht verhindern. Das ist blöd. Das würde ich nach Gutdünken verhindern wollen, aber anscheinend wird sich das nicht verhindern lassen, leider. Ja, das habe ich mir gedacht. Was ist das? Na, Shantok. Wirf dich nächstes Mal selbst hinein, dann sind wir dich und deine Dummheit los. Wartet, ich sehe etwas. Was sagt ihr dazu, Herr Zwerg? Das ist ein Schlüssel für ein wichtiges Artefakt. Etwas, das im Thronsaal aufbewahrt wurde. Vielleicht ein Buch voller Geheimnisse. Könnt ihr uns hinführen? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich glaube, wir haben mehr gefunden, als uns lieb ist. Das ist ein Balrog von Morgoth. Ein Dämon aus der alten Welt. Wir müssen unsere Furcht überwinden. Folgt der Kreatur. Das ist der einzige Ausweg. Es ist sinnlos. Der Pfad ist zerstört. Wir müssen uns zurückziehen und einen anderen Weg finden. Aber jetzt kommt erstmal ein großer Kampf. Ja, wir sind dem Balrog von Morgoth begegnet. Und vor allen Dingen, ihr wisst jetzt auch, in welcher Ebene wir jetzt im Film sind. Die Gefährten dürfen jetzt nämlich oben gegen die ganzen Orks kämpfen. Gegen die Moria-Orks, die über sie herfallen. Ich leg den erstmal lahm. Und damit hat er das Königskraut gelernt. Führerschaft, Gunst der Gefährten. Ich hoffe, die halten das durch. Ansonsten habe ich ja zur Not noch den perfekten Modus. Gerade für solche Situationen hebe ich mir den perfekten Modus immer auf. Jetzt wisst ihr auch, warum ich den mir aufhebe. Und falls Holland wirklich so derart in Not sein sollte, so wie es jetzt momentan aussieht, werde ich ihn auch nutzen. So, Idrial, dann greif mal deinen Schwertkämpfer da an, deine beiden, die du da hast. Also jeder Gefährte, den wir hier gerade haben, steht einem, bestehen zwei Schwertkämpfer gegenüber. Okay, das hat nicht viel gebracht. Idrial! Elekos! Scheiße! Und Berethor! Oh, fuck. Oh, oh. Ah, daneben. Jetzt wird's langsam kriminell. Ja, ist gut jetzt. Mann. Oh oh. Oh oh. Ja, ist doch gut. Ich hab's verstanden. Mann. Scheiße.